Hallo YouTube, willkommen auf dem Kanal von Tabletop Generals. Heute mit mir, dem Andreas, und diesem Modell von Rubicon Models, einem Gas AAA Truck, kann man sich aussuchen. Ja, in diesem Unboxing möchte ich euch das einmal kurz zeigen. Dieses Modell steht auch ein bisschen für Rubicon an sich, denn Rubicon stellt echt ziemlich gute Plastikfahrzeuge her, die auch nicht zu teuer sind. Die Qualität ist sehr gut. Es sind sehr, sehr viele Bauteile darin enthalten, wie ihr gleich sehen werdet. Das hat Vor- und Nachteile, je nachdem, wie man das betrachtet. Zum einen für diejenigen, die gerne Fahrzeuge, Modelle halt im Allgemeinen zusammenbauen wollen, die das gerne machen. Für die ist das natürlich super. Für die, die das einfach nur fertig haben wollen und damit spielen wollen, ist das nicht so toll, aber auch in Ordnung. Es ist auch eine gute Bauanleitung enthalten. Vor allem aber ist es auch verbunden mit großer Variationsmöglichkeit. So, auf der Rückseite sieht man hier nochmal schön die Variation zwischen den beiden. Das macht schon einen gewissen Unterschied. Decals sind auch drin, das ist super. Eine schöne Beschreibung hier und einfach eine... ja, eine schön designte Box, ja, die wir jetzt auch direkt mal öffnen werden. Und dann zeige ich euch nochmal den Inhalt. Damit ihr das auch mal seht, wovon ich hier überhaupt rede. Ja, wie ihr schon sehen könnt, also es sind echt sehr viele Bauteile enthalten. Und die Decals, Sterne, Guards, verschiedene Arten von Sternen, Zahlen, Sprüche, glaube ich. Ja, das ist ziemlich cool. Hier noch ein paar Symbole. Ja, das gefällt auf jeden Fall schon mal. Dann schauen wir mal, ob man das hier sehen kann. Die Qualität. Es spiegelt zwar ein bisschen, aber ich glaube, man kann erkennen, wovon ich hier rede. Hier sogar solche ganz kleinen Bauteile. Das ist für manche vielleicht ein bisschen, für mich zum Beispiel, weil mir fallen immer die Figuren runter, also die Bauteile, die Bits. Aber ich finde, damit kann man echt leben. Vor allem, wo das von der Qualität her echt sehr, sehr gut ist. Na, also da will ich mich jetzt nicht beschweren. Ich glaube, für diejenigen, die Modellbauen richtig mögen, ist das sowieso einfach perfekt. Also ich glaube, die können damit echt ihre große Freude haben. Auch, okay, das kann man nicht so gut erkennen, aber das ist alles echt gut geworden. Irgendwas, was ich hier noch erwähnen sollte. Die Figur, ich weiß nicht... ob die, nee, die müsste eigentlich zu den anderen nicht passen von den Proportionen her, aber man kann sie auch weglassen oder man ignoriert das einfach, weil das wird sowieso nicht wirklich auffallen. Und dann haben wir hier noch die Bauanleitung. Sehr detailliert alles. Das sind einige Bauteile. Man muss also ein bisschen was daran machen. Das Ergebnis kann sich dann aber auch echt sehen lassen. Vor allem ist es halt auch kein Resin. Das heißt, man hat nicht immer diese blöden Lücken, die man so hat, diese Bläschen und das alles, die beim Resin ziemlich häufig vorkommen. Das ist echt ein tolles Produkt. Und wenn ihr ganz viele LKWs haben wollt, dann macht es Sinn, die von Rubicon zu kaufen. Weil man einfach viele Variationsmöglichkeiten hat. Es ist ziemlich günstig, für 20 Euro ungefähr. Da kann man also auch nicht meckern. Und trotzdem ziemlich gute Qualität. Ich hab auch schon ein
LKW, den hat man schon vom ersten Battle Report angesehen. Ja, ich glaube hauptsächlich im ersten. Und danach habe ich den, glaube ich, nicht mehr so oft eingesetzt, weil wir danach in die Mandschurei gegangen sind. Und da hatten sie diesen bestimmten Typ noch nicht. Hier hatten sie, also diesen Fahrzeugtyp, den hatten sie zu der Zeit schon. Den hatten sie auch schon in Polen und Finnland dann natürlich. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Das würde uns sehr freuen. Kommentiert auch gerne und sagt uns, was wir besser machen können und was euch gefallen hat. Das ist nämlich auch immer top, wenn ihr das tut. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann wäre es toll, wenn ihr das auch tut. Und damit auf Wiedersehen. Tschüss. Ach ja, und kauft Bitcoin.